Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Raymond in der Abkiste zur nächsten Folge Stardew Valley, Folge 220. In der letzten Folge haben wir uns etwas gegönnt. Leck haben wir uns etwas gegönnt. Sieht es aus heute. Die Geister sind heute wieder sehr glücklich. Hey, was ist denn los mit denen? Die haben die letzte Zeit ein bisschen höch da mit uns. Ah ja, stimmt. Das bin ich eben noch informiert worden. Das super mega Tomaten. Gesülze Dingsbums. Wo habe ich denn das? Aus dem anderen Kühlschrank. Tomkäsuppe. Gourmet-Tomatensatz. Genau, das soll ich mitnehmen. Und im Gastschrank, wenn ich gehört sagen. Tomkäse plus 30, plus 2 Hofarbeit. Cool. Cool. So, Zucker brauchen wir noch. Das wollte ich noch schauen. Genau. Zucker. Gib dem Affen Zucker. Zucker. Hier haben wir aus, genau, Rübe und dann die Mühle. Ja, genau, so ist das gegangen. Ey, Moment mal, ist heute nicht der letzte Tag, oder? Doch, 7. 28, okay, 28. Da hat es wieder ein paar Wheelie, die ready sind. Renny, du solltest mal irgendwann nach Sonnenuntergang in mein Zimmer kommen. Vielleicht so gegen 20 Uhr, ich will dir was zeigen. Abigail. Ah, Renny. Du bist ein guter Nachbar, da dachte ich mir, ich sende dir ein wenig Tierfutter, um dich bei deiner Arbeit zu unterstützen. Mach weiter so. Danke, Marnie. Abigail, ja, jetzt müssen wir aber noch schnell studieren, wo sie schon wieder die Hai ist. Ja, ihr kennt es, oder? Wenn man mal einen Lauf hat. So weit ready. Düdel, düdel, düm. Tun wir die 30 da rein. 254 haben wir noch. Oha, was ist da gegeben? 5 Magma-Geoden noch. Cool. Die Viren machen wir einfach auf. Wir haben nämlich keine mehr, die wir tun. Ich bin darauf wartet. Da sieht alles selber. Oh. Oh, da ist ja ein perfekter Zeitpunkt. Uralte Frucht. Uralte Frucht hat es gegeben. Und die können wir jetzt glauben. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dann nehmen wir die da rein und jetzt setzen wir mal eine Idee. Nicht Katz. Ich weiß. Wenn wir dort dann einfach neue bekommen, können wir die wieder alle ansehen. Das wäre nämlich eine sehr solide. Schon passiert. Schon passiert. Jetzt ist einfach einige. Uralte Samen, ja, immerhin, okay. Immerhin hat es einige. So. Düdel, 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 düdel. Fischsteiche sind auch voll. Gehen wir da rein. Oh, guten Morgen miteinander. Hey, wie geht's euch? Sind ihr alle zu Weg? Alle fit? Schattenhuhn haben wir auch noch. Langsam macht dieser Hof schon wie etwas her, nicht? Guten Morgen miteinander. Dun, 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 dun. Wie geht's euch auch so? Sind ihr alle froh? Ich muss da raus. Ja, ihr seid immer schon die ganz Knuffigen von den Knuffigen. Müssen euch noch das Ding zutun. Da, da. Der Gang, sonst säckelt mir dann alle davon. Ah, ihr seid einfach so knuffig.
Naja, ich könnte schon sagen brr, brr, brr und so, aber, oder? Wenn ein bisschen. Habt ihr eigentlich das gerade gehört? Ich habe gesagt, ich könnte schon sagen brr, brr, brr und so. Und Gott sei Dank voll abgegangen. Ich glaube, die sind begeistert von mir. Begeistert. Was habe ich jetzt gemacht? Und da. So, da, da. Da, da, da. Und das da. Und das behalten wir so. Ui. Ist aber gerade Rivar fertig. Wo haben wir dann die da nicht gesucht? Nehmen wir noch ein paar von denen. So. Sternfruchtgelee jetzt, gell? Oh, tschüss damit. So. Da rein. So. Dann nehmen wir dieses liebe Cavallo. Trittet mal in den Abendschein. Abigail, die wohnt doch dort unten irgendwo. Nach dem 8, ich meine. Meine so eine Einladung können wir eigentlich fast nicht. Hat er das jetzt auch wieder gehört? Da ist doch irgendwo etwas. Da ist doch irgendwo etwas, wo man rennt. Mit diesem Helm. Gewinnen. Ich sehe es glitzern nirgends. Aber der Schnee ist eher so. Boah. Ein bisschen durchgezogen. Moin! Hey, ich soll dir das da schenken. Mal, mal zuerst mal einfach reden. Na, will ich wieder zu Hause? Nein, ich soll dir das da schenken. Dieser Chef. Der bekannte Geschmack. Diese grünige Textur. Es kann nur Gourmet-Tomatensauce sein. Ich möchte darum handeln. Du hältst Star-Juwelier-Rose. Falsche Person. Ah, dann geht das weiter. Jetzt schnalle ich das auch. Glaub. Schnall es. Da geht es doch immer noch um den. Am Kent haben wir doch. Am Kent haben wir doch das Bild geschenkt. Dann hat er uns das. Wahrscheinlich geht das immer noch um die Frau auf der Insel. Wie heißt das schon wieder? Birdie, glaub. Clinch für einmal die Ei. Die Ude aufbrechen. Was ist das denn? Ah, oh, die Trommel, die kennen wir schon etwa 100 Mal. Kennen wir auch. Kennen wir auch. Das Zwergengerät, kennen wir auch, aber nehmen wir. Nochmal irgendwas Dingens. Haben die gewusst, dass man das Ding kann verschieben? Jetzt mal ohne Quark. Dass man das Gewächshaus können verschieben, das ist ja Weltklasse. Das eröffnet ja ganz neue Optionen. Sieht nicht so aus, als hättest du was für mich dabei. Da! Schnell, schnell, ich weiß ja. Ist nämlich so auf einmal weg. Und. Iridium-Erz, 3 Stück, cool. Nehmen wir natürlich sehr gern. So, wenn wir gerade schon da sind, gehen wir noch schnell da runter. Ich habe übrigens eine kleine Entscheidung für mich selbst getroffen. Ich bin ja dort so ein hin und her gerissen zwischen der Insel und nicht Insel. So zwischen der Insel und dem da auf dem Festland. Und ich glaube wirklich, dass ich das auf der Insel wie so einfach als Nebenprojekt. Also, ich will schon viel auf die Insel, aber nicht eine Art jetzt dort voll den neuen Hof und alles aufbauen. Schon?
Hof, ja. Aber nicht so. Saft Käfer gesucht. Yes, prima Produkte. Lengdorsch. Finde ein Andenken an Bertis. Ja, genau, das haben wir ja da noch auch. Und zwar nicht so, dass jetzt Sab eigentlich mein neuer Hauptort wird. Sag ich jetzt mal. Ich will eigentlich schon. Wer kommt denn die Rosen über? Ist nicht Emily? Ich mache immer unter den Tischen sauber. Diese Woche bist du an der Reihe. Mach mal halblang, Haley. Ich mache die meiste Arbeit in diesem Haus. Und das weißt du ganz genau. Oh, der neue Junge vom Hof. Er hat deinen Namen, weißt du? Ich wette, du verstehst, was ich meine. Es tut mir leid, dich hier mit reinzuziehen, Rainy. Haley beschwert sich, weil ich sie darum gebeten habe, unter den Kissen sauber zu machen. Nur weil ich sie letzte Woche sauber gemacht habe. Ja, mal nicht herum und tu's einfach. Haley, warum siehst du es nicht als deinen einen wöchentlichen Job? Nee, tu das Richtige und mach es immer selbst. In Ordnung, die Runde geht an dich. Vielleicht kann ich es wirklich jede Woche übernehmen. Dann gibt es auch keinen Grund, sich darüber zu streiten. Danke, Rainy, das war eine großartige Lösung. So sind wir. Und dann sind's weg. Und auch zieht Rosen über. Nein. Oh, da ist sie. Wow, gut versteckt. Oh, das ist schön. Ich habe einen Freund, der das lieben würde. Aber sie wohnt weit weg. Von hier. Sandy? Oder was meinst du jetzt mit dem? Soll ich sagen, das Ende bringen? Ich meine, das ist ja absolut kein Problem für uns. Das ist einfach so. Weil, da haben wir nämlich etwas. Das Pferdchen ist schnell da. Weißt du, also. Ich meine, die Zeiten, die das für uns eine Herausforderung waren, sind vorbei. Einfach so, und schon bin ich da. Ich fühle das mega. Oh, fühle ich das. Ja, ist das nice. So, hallo. Eine Rose aus dem Stadio Welt, das ist schön, danke. Immer wenn ich das Tal vermisse, werde ich an dieser Rose riechen. Hier, nimm das. Es steht seit 10 Jahren im Regal. Niemand hat es gekauft. Das ist hart. Erweiterte TV-Fernbedienung. Okay, ich habe auch schon eine Idee, aber wenn das wahrscheinlich dann gehen dürfte. Die. Wunderschön, vielen Dank. Die geht doch sicher zum, wie heißt er dann schon wieder? Zum erfahrenen Herr. Jetzt schicken sie uns einfach gerade in der Weltgeschichte umeinander. Die Rolle. Schnitzeljagd, sozusagen. Ja, ich bin froh, wenn dann der Winter vorbei ist. Da. Ich sollte mit dem Fischen anfangen. Ich soll schon am Fluss wohnen. Die Sprache von ihm. Vermute jetzt mal, der Typ klagt sich doch immer irgendwie drüber. Über das Fernsehding. Der mir Mitternachtskarpfen bringt. Ja, so haben wir ein paar. Schau dir all diese Bücher an. Ich habe kein einziges davon gelesen. Alleine
der Gedanke daran, in eines hineinzuschauen, macht mich nervös. Aber du kannst in dieser Welt kein ordentliches Leben führen, wenn du nichts bekommst. Ich bin wertlos. Das ist verrückt, du bist ein Genie. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Wertlos? Ja, das kommt ganz gut hin, wow. Eigentlich ist es schon so. Eigentlich lese ich nicht gerade allzu viele Bücher und das merkt ihr vielleicht. Ich bin eigentlich ein bisschen ein Depp. Aber irgendwie haben doch alle solche Stärken und Schwächen. Genie ist so übertrieben wahrscheinlich als Genie. Genie ist halt schon geistig, aber glaub. Der ist halt mega die Sportskanone. Ja, du hast wohl recht. Ich werde nicht so leicht aufgeben. Wenn ich hart arbeite, kann ich alles schaffen. Genau. Hey, vielleicht werden wir uns eines Tages zusammensetzen für eine Diskussion über Philosophie. Darüber redet ihr schlauen Leute doch gerne, oder? Was ist schon schlau? Was ist schon schlau? Was ist das? Was drückst du zuerst diesen Knopf? Was macht dieser Knopf? Was sagt man dazu? Es ist ein neuer Kanal. Hier, nimm das. Das ist ein Stein, den ich fand, als ich früher im Bergbau arbeitete. Komische Sache, er leuchtet blau und blieb über 40 Jahre lang kalt. Wie Magie. Arktische Scherbe. Du erhältst arktische Scherbe. Boah, wer kommt nach dir wieder rüber? Sicher der Zauberer, oder? Oh, mein Kind, du hast die Augen deines Großvaters. Ja, ja, ich kannte ihn sehr gut. Ah, was ist da gelaufen? Wie nett, danke dir. Ist ein gut sortierter Kühlschrank. Das geht doch sicher zum Zauberer, oder? Arktische Scherbe. Ist alle rumrennen da. Ich bin so froh, dass du versuchst, den alten Hof etwas aufzumöbeln. Wenn du damit fertig bist, wird es eine Menge zu unserer Gemeinde beitragen. Hey, hallo? Hast du schon mal reingeschaut? Kein Schnack rum, sonst hätte ich den einfach noch schnell geschenkt. Wenn ich damit fertig bin, sagt sie. Also ein bisschen ist schon fast ein bisschen frech, ne? Ich meine, so schlecht sieht er jetzt nicht aus. Man kann dort irgendwo so einen Obelisk anlangen und dann macht es schuh, man ist in die Wüste. Also wenn der mal das Handy will besuchen, kann Pam eigentlich ihr Bus-Dingsbums einstampfen. So. Damit die das auch noch. Jetzt musst du sicher zu dir. Ein optischer Splitter. Eine der Tat äußerst kraftvolle Substanz und stark mit dem Element Eis durchdrungen. Ich nehme es, wenn es dir nichts ausmacht. Du bist immer noch hier. Oh, willst du was? Nimm dies. Zappelnder Wurm. Du erhältst zappelnder Wurm. Gut, okay, wo der her muss, ist relativ. Klar, glaube ich jetzt zumindest. Der dürfte dann zum Willi. Ich bin so, also, so genial ich das Ding auch finde, aber ich habe ja selber auch nicht geschnallt, zum Beispiel, dass das soll irgendwie so Schnitzeljagd werden. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so, ja, wir haben jetzt dort das Tomatengewürz, aber was ich mit dem hätte sollen, dass ich jetzt, das hätte schnell sollen, eine Schnitzeljagd lostreten, das habe ich nur herausgefunden, dank mir netten Hinweis aus meiner, boah, hört jetzt, Community, als ob ich Community hätte. Ja, das ist perfekte Köder von meinen Wells, den ich versucht habe zu machen. Hier, ich tausche mit dir, ich bin nicht sicher, was das ist, aber er wurde vor nicht allzu langer Zeit vom Strand angespielt. Irgendwas sagt mir, dass du ihn brauchen könntest, Junge. Piratenmedaillon. Yes. Ich sehe immer Clint hier, aber er redet mit niemand. Er schaut nur gelegentlich über seine Schulter. Ja. Spaghetti. Komisches Brötchen. So, jetzt haben wir das Piratenmedaillon. Ich denke, das wird's. Die Frösche sind im Winter nicht sehr glücklich. Arme kleine Kerlchen. Ich weiß nicht, was sie gerne haben. Wir sind auch irgendwie so. Keine Ahnung, was der gerne hat. Das können wir jetzt wahrscheinlich den Birdie abgeben, ne? Das
Piratenmedaillon, das ist ein altes Piratenandenken. Ja, genau. Zwergengerät, Auloine. Düdel, 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 düdel. Neptunit, da war schon etwa 100. So. Schon 80 von denen, krass. Dann haben wir eigentlich richtig viel, ne? Das Pferd haben wir noch verhöckt da drinnen. 27. Tag im Winter. Das heisst schon bald, schon bald, schon bald. Schon sehr bald. Nämlich in der nächsten Folge ist der letzte Tag im Winter. Und dann habe ich irgendwie so im Kopf, dass wir, wie soll ich das sagen? Also sicher mal das Gewächshaus irgendwie da über den Zügeln, weil da wird ja eigentlich jeden Tag schnell reinschauen. Dann wäre eigentlich da wie so halt die optimale, wie so die optimale Fläche. Oder die vielleicht da her. Die zwei so da her. Sehe ich den nicht. Wäre es dann halt, dass man das Maximum aus dem Junimo hat rausholt. Ich bin noch nicht sicher. Wenn ich es dann so aufstehe. Ich müsste eigentlich immer so einen Simulator haben. So einen Farm-Simulator, wo man ein bisschen umprobieren. Habe ich jetzt vorher das Hartholz versaut? Ne? Habe ich das jetzt wirklich geschafft? Das ist auch wieder etwas, was nur ich schaffe. Oder liegt es da draußen? Ja, schön wär's. Was mir auch hier aufgefallen ist, dass Geister ein bisschen gemein sind uns gegenüber. Sie sind immer dann mega super drauf, wenn wir es nicht gut zwingend brauchen. Aber ja. Iridium Band. 270 Schatten ist zusammen. Apropos Iridium. Und jetzt nehmen wir mal. Achtung, fangen wir auf, räumen. Geh mal raus. So. Und jetzt brauchen wir das Ding da oben mal wieder. Also wie ist das gegangen? Überessen? Nein, wir gehen. Wir gehen die Rübe da hier tun. Genau, der hat jetzt gerade alle 6 genommen. Okay. Und jetzt sollte doch dann das irgendwann Zucker rauskommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, heute gehen wir mal wieder. Ah, ich hätte doch noch müssen. Die Gelfe beischauen. Nach der 8. Habe ich einfach nicht gemacht. Ja, am Anfang muss man sich hier arm machen, oder? Ist klar.
Steinbruch. Sehr gut. Und wenn nachher natürlich da unsere liebsten Schweinchen wieder anfangen zu produzieren. Das wird morgen der Fall sein, weil heute ist der letzte Tag im Winter. Dann kommen wir da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu mehr Geld. Weil wir haben doch ein paar Schweinchen. Ja gut, hey, aber das wäre es von dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder dabei wärt. Folge 223. Bis dahin, bleibt super, macht Scheiß und ciao.